Koblenz ist einfach geil. Oh, Koblenz ist für mich einfach Heimat. Also wenn ich wirklich in Koblenz bin, fühle ich mich zu Hause. Ich komme nicht direkt aus Koblenz, aber ich gehe hier halt zur Schule und ich habe meine ganzen Freunde hier in Koblenz. Ich liebe Koblenz. Wir sind beide in Russland geboren und sind auch Kleinkinderalter hierher gekommen. Und ja, ich glaube, Koblenz ist für uns beide unsere Heimat. Ich finde, die Menschen hier sind äußerst freundlich und man fühlt sich wirklich sehr schnell willkommen hier. Das ist einfach sehr angenehm, hier zu wohnen. Heimat bedeutet für mich der Ort, wo man halt aufgewachsen ist und wo die Menschen sind, die man liebt. Wir hatten Projekttage bei uns an der Schule und dann haben wir uns irgendein Thema überlegt, wovon wir alle irgendwie betroffen sind. Und da ist eigentlich uns allen mehr oder weniger direkt Koblenz eingefallen. Und ja, da hat jeder halt seinen Lieblingsort sich ausgesucht und dazu einen Kurzfilm gedreht. Thema Heimatliebe und damit in diesem Zug halt die Plätze, die wir in Koblenz lieben und die wir halt der Welt quasi vorstellen möchten. Also wir waren die, die für die Freizeit verantwortlich waren, um zu zeigen, dass wir mit den anderen Großstädten mithalten können. Also an Shoppen denkt man wahrscheinlich an Berlin oder Köln und wir wollten halt zeigen, dass Koblenz genauso mithalten kann. Meine Liebe, meine Stadt. Es lohnt sich wirklich auch mal nach Koblenz zu kommen und nicht in die anderen Großstädte zu fahren. Das Besondere an Koblenz ist, dass man überall und jederzeit sein Hobby ausüben kann. Und ich zum Beispiel werde von meiner Schule super unterstützt. Also ich spiele Fußball im Verein und ich turne auch. Und da wir direkt den Fußballplatz vor der Schule haben, habe ich mir überlegt, dass ich Turnen und Fußball kombinieren kann. Ich bin in Koblenz zu Hause und in der Welt daheim. Obwohl ich schon auf der ganzen Welt mit dem Fahrrad unterwegs war, kehre ich immer wieder gerne in meine Heimat Koblenz zurück. Es ist Fakt in Koblenz, dass die Radwege leider nicht so gut sind. Vom ADFC wurde Koblenz sehr schlecht abgestraft mit einer Bewertung von 4, irgendwas. Also ist sehr schlecht. Und ich möchte auch mit meinem Teil des Films einfach zeigen, dass man halt trotzdem Spaß haben kann und es aber man noch mehr Spaß haben könnte, wenn die Radwege besser wären.